Die wichtigsten Komponenten sind zunächst einmal ein Stäbchen zur Entnahme der Probe, dann der eigentlichen Testkassette, die sich allerdings noch in einer Verpackung befindet, und aus Röhrchen mit einer Flüssigkeit. Dazu gibt es auch ein kleines Standgefäß, wo man die Röhrchen hineinstellen kann. Der Test selber fängt damit an, dass man das Stäbchen aus der Verpackung nimmt. Dieses Stäbchen hat vorne einen kleinen Bausch, mit dem man im vorderen Nasenbereich eine Probe entnimmt. Und zwar jeweils 7 bis 10 Sekunden für jedes Nasenloch. Dabei dreht man das Stäbchen auch ein bisschen um seine Achse, damit schön viel Probenmaterial sich an dem Stäbchen befindet. Nachdem man das gemacht hat, wird das Stäbchen in das Röhrchen genommen, das und danach saugt sich das Stäbchen mit der Flüssigkeit voll und wird dann mehrfach, ungefähr 10 bis 15 Mal, intensiv mit dieser Flüssigkeit in Kontakt gebracht. Nachdem das geschehen ist, lässt man das Stäbchen für eine Minute in der Flüssigkeit stehen. Nachdem die Zeit vergangen ist, kann man das Stäbchen herausnehmen. In dem Beutel mit dem Probenmaterial befindet sich auch eine kleine Kappe, die man jetzt auf das Röhrchen draufpacken kann. Und jetzt wird dieses Probenmaterial in die Testkassette eingefüllt. Und schon nach ungefähr einer halben Minute, vielleicht nach einer Minute, erkennt man schon tendenziell, ob der Test positiv oder negativ ist. Um aber sicher zu sein, muss man 15 Minuten warten.